So, guten Morgen. Wir machen hier alles zu, ne? Ja, alles zu. Die Powerbook eigentlich schon aufbauen? Nein. Nein, das machen wir, wenn wir wiederkommen. Ja, komm, Livia, wo sind denn deine Schuhe? Die müssen wir anziehen. Hier. Du willst doch auch laufen, oder? Mach das Halsband, mach wieder ab, weil sonst musst du die Leine komplett durch das Geschirr ziehen. Und hier, dein Anzug, sollen wir den schon mal anziehen? Komm mal her. Ich wollte erzählen, good morning, aus Kroatien. Wir haben die erste Nacht wildstehend überlebt. Ohne besondere Vorkommnisse. Sorry, dass ihr jetzt nichts seht. Aber hören ist Gold. Nachts kam, ich habe auch gesehen, da ist ein anderes Auto, da wäre bestimmt Schichtwechsel bei der Polizei. Ja. Weil hier steht nämlich direkt nebenan Polizeiboot, was 24 Stunden besetzt ist und uns bewacht. Wir stehen hier genau in der Marina in Zadar, haben gestern gefragt und dürfen hier gratis für 2 Nächte stehen. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben jetzt hier und unternehmen nichts. Ja schon, wir laufen durch den Hafen. Ja, und so. Aber wir machen 2 Tage, die haben mir mal ganz gut gefallen, weil wir geben kein Geld aus, außer gleich Marmelade kaufen im Marina-Shop. Gib mir deine Hand. Aber wir sind jetzt einmal hier ganz rumgelaufen um die Marina. Wir sind schon eine Stunde bestimmt unterwegs. Ja, Vorsicht, Livia, nicht, dass sie mir da ein Salto rein ist. Sie schmeißt immer Steine hier rein. Hier sind so heftige, keine Ahnung, Katamarane, Boote und Schiffe, Ferraris. Und so, und wir stehen da hinten mit unserem kleinen 4.000-Euro-Camper. Kommt man sich so ein bisschen, ja, wahnsinnig lächerlich vor, was hier für Dinger stehen, auch zum Verkauf. Und uns wurde ja angeboten, dass wir hier umsonst duschen können. Gestern haben wir die Dusche nicht gefunden, aber Bernd und Calvino waren da gerade drin. Und die sind richtig cool, habt ihr gesagt, ne? Sollen wir uns das mal angucken? Zeigt ihr mir das? Komm, wir gehen mal duschen gucken, Livia. Jetzt haben wir gesagt, dass wir heute Abend hier alle zusammen einmal duschen gehen. Jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause? Ja, ich finde das schön, wenn wir jetzt erstmal nach Hause gehen und die Power aufbauen. Ach so. Ich wollte mir nur die Duschen einmal angucken. Wie weit sind die denn hier? Komm, Livia, wir gehen einmal. Ja, einmal die Duschen gucken. Ach, da wo die Toiletten stehen? Das ist ja hier. Ja, cool. Was kostet wohl hier so ein Platz für so eine Yacht, Bernd? Eltern haben immer knapp 1.000 Euro bezahlt. Im Jahr? Komm her. 14 Meter nur die Yacht. Da hinten sind die so aufgebockt, da werden alle möglichen Arbeiten gemacht. Aber das ist ja schon eine Wahnsinns. So einen großen Hafen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich will ja nur einmal gucken mit Briefkasten. Smurfy, warte. Würden wir wohl auch als Haus nehmen. Ja. Und wo sind jetzt hier die Duschen? Da sind die Duschen. Ach, guck mal, hier sind. Wart ihr drin auch? Ja, werden wir einmal reingucken. Hier ist Familiendusche. Warte, Livia. Stell dich mal. Ja, da können. Hoppala, oi, oi, oi. Könnte Livia nämlich dann auch mit duschen gehen, wenn das. Oh ja, das ist aber schön hier. Zeig ich mal. Ja, hier kann ich mit Bernd und Livia sogar mit föhnen. Wow, kann ich richtig stylen. Das ist halt die Reichensiedlung. Vorsicht, Livia, weil wenn du dir da die Finger klemmst, sie tut weh, die Tür. Ich finde das hier richtig schön, die Seite krass. Komm, wir gucken hier. Spülen darf man hier nicht, rauchen darf man nicht. Wow. Nein. Doch, das ist das Tempo. Oh. Sorry. Livia, komm. Da hinten ist
Ja, habe ich gesehen. Da können wir reingehen mit ihr. Die ist voll schön. Wollen das wir echt machen? Ja. Nicht? Heute Abend? Können wir machen. Oder nachmittags. Livia, kommst du? Ja, gut. Da ist ein ganz ausgebranntes Schiff. Ja, wohl fahrt ihr jetzt? Voll schlimm für die Menschen. Da ist das ausgebrannte Schiff. Nein, nein. Das war ein Brotschneide-Hintergrund. Ey, Etty. Ab. Auf deinen Platz hier. Ja. Ab. Immer mehr. Immer mehr. Komm. Erstmal in Sicherheit dein Brot essen, ne? Ja. So, ist Murphy, der Frechdachs. Er wollte auch ein Stück. Er meint das nicht böse, der ist einfach immer hungrig. Ne, Smurf, du Böf? Hm. Wo ist denn die Tage nicht so, oder hast du gehört? Hab ich gehört, wie er gefurzt hat. Etty. Hat er gemacht. Ja. Achso, unsere Solardings ist übrigens auf volle Pulle, ne? Klappt super. 100 maximal. Ja. Und 107 hat er gerade geladen. Aber wie kann das sein, wenn 100 maximal ist? Sagen halt öfter, halt lieber so und dann ein bisschen mehr. Achso. Wenn jetzt 150 sagen, gibt nur 110. Okay. Ja, und das jetzt am Anfang März, ne? Oder Mitte März ist ja schon. Und ja, Wohnwagen ist vollgeladen, alles ist vollgeladen, nur mit Solar. Strom vollgeladen. Ja. Vollgeladen. Nein, nein, vollgeladen, geladen mit Strom, Energie. Wir können heizen, wir können die Wasserpumpe nutzen. Fünf Tage nicht mehr einkaufen. Ja, das müssen wir uns alle rot im Kalender einstreichen. Ich habe den Papa hier in die Pampa gelockt, damit er nicht mehr einkaufen gehen kann. Nein. Mann, ey, wir haben uns so angestrengt, lustig zu sein. Und es hat nicht gefilmt. Ich habe ja auch keinen Bock mehr. Was hatten wir denn jetzt geredet? Wir hatten gesagt, dass wir fünf Tage schon nicht mehr einkaufen. Ja, dass der Papa schon Entzugserscheinung hat. Waren wir echt fünf Tage nicht einkaufen? Ja. Und fünf Tage den Großeinkauf gemacht. Ja, dass ich ihn extra hier in die Pampa gelockt habe, damit er nicht Lebensmittel einkaufen kann, dass er Brot schneiden kann. Wir haben da drüben einen Supermarkt. Ja, aber der ist ja zu. Nee, auch diese Blondine, wie die Blondine heißt. Blondine, ach so, ja, stimmt. Aber wir haben uns ja nachts heimlich hingezogen. Haben die 24 Stunden auf? Nein, aber ich habe einen Schlüssel. Ein Abo. Was hat er da jetzt? Der hat jetzt hier Tanzabfall. Der ist jetzt Tanzabfall. Ja, der hat Depression. Nein, der ist müde. Wir waren ja 3 Stunden, also heute Morgen spazieren nah am Hafen. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen geschlafen, also die Kleinen. Und was hatten wir jetzt noch geredet? Irgendwann, ach so, dass wir uns einen neuen Stellplatz für morgen rausgesucht haben, wieder wild zu stehen. Diesmal dann aber ohne Marina-Wache, die uns hier bewacht. Ja, da hinten ist das Polizeiboot, das seht ihr jetzt nicht. Hm, versuchen wir mal. Und wir sollen jetzt diese Woche 17 Grad hier bekommen, ne? In Zadar. Schön kalt. Sind wir Zadar? Ja. Keine Gasflasche kaufen. Ja, und was soll ich sagen? Genau nach diesem Stellplatz, den wir morgen anfahren, wenn wir da 2-3 Nächte bleiben, dann wollen wir in einen Kletterpark gehen. Da habe ich schon angefragt per E-Mail. Da können wir auch stehen. Parken. Ich habe nicht gefragt, ob wir da stehen können, sondern parken. Wir bleiben dann einfach da stehen. Wir fragen, dürfen wir hier parken? Und wir bleiben einfach da stehen und wohnen dann da. Dann da übernachten dürfen. Ja, kann ich ja noch mal extra fragen. Nächte, ja. Strom, Gas, Wasser, alles. Alles. Und Kochservice. Und Dusche und Toilette. Strom. Ja, wir geben uns den kleinen Finger. Ja, lass sie doch. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich habe eher gesagt, sie darf mit Wasser spielen. Hat sie sich ja sofort. Noch ein Smurfy drin, ja. Deswegen. Die hat gestern. Nee, hab ich durchgespült, ist der andere. Gestern hat sie Essen gegessen von ihm. Ja. Ist halt Fleisch, ist ja auch wichtig. Fleischvitamine. Ja, genau, so sieht's aus. Da hinten sind Segler, Segelboote. Okay. Wir haben schon gegessen. Tortellinis. Ja, scheiße. Leg dich hin. Guck mal, er hat extra das Kissen. Ich dachte, der legt sich daneben. Wir brauchen ein Campingkörbchen für Smurfy. Ist die Flocke eigentlich gekommen? Die Flocke ist dabei, das große Körbchen, aber halt irgendwo im Haus. Die in der Tüte geparkt? Das weiß ich das nicht, Parkplatz, weil ich war schon weg.
Ja, das war ein öffentlicher Parkplatz in Tihani. Der erste. Ja. Calvino schreibt jetzt unser Camping-Logbuch weiter, was wir mal von der Nora geschenkt bekommen haben. Wir hatten da kein Frischwasser, wir hatten da kein Abwasser. Wir hatten da gar nichts. Gar nichts. Nur uns. Nee, da hatten wir nur Strom von der Power. Ja, und wir hatten WLAN hatten wir da auch. Tihani. Hotspots und Müller. Ja, Müll hatten wir auch. Okay, ja. Wir hatten WLAN, wir hatten einen Kinderspielplatz in der Nähe. Ja. Was war das? Das ist doch Urlaubsmäßig. Was hat er denn da jetzt? Warum will er denn jetzt unbedingt rein? Blauschein, er denkt, da ist eine Dose Red Bull. Ja. Er muss jetzt den Arno. Mit Roland. Sie lacht, sie grinst. Hui. Hui. Warte, ja, trink eben. Langsam. Ui, das klappt ja. Du hast, ne? Ja. So. Wir haben was in der Versenkung. Und zwar Akkus. Sucht der Papa da. Dreck zeigt das nur nicht, nur ein Schirm. Ja. Unser Akkusauger, den haben wir verschenkt, den wir hier hatten für den Wohnwagen. Deswegen haben wir keinen mehr. Wollten uns in Ungarn einen neuen holen. Da ist nämlich auch so eine Fernbedienung für diese Lampen da oben. Hier hintergefallen, sagst du. Ja, lass mich mal gucken. Unter das Rohr, also die waren nicht unterm Rohr, dann habe ich sie hochgehoben, die kleinen Akkus, die dreimal Arbeiten. Beide unter das Rohr gefallen. Ja. Lass mich mal aufstehen. Und diese Batterie, damit mit der Fernbedienung darf Livia immer spielen. Boing. Die Decke einmal ausschütteln und dazu ich will. Ja. Kekse sind auch gerade zur Ruhe gekommen. Ja, dann können wir schon wieder. Papa hat den Putzfimmel. Immer was los hier. Ah, oh, eine hast du ja schon, einen Akku. Ja. Vorsicht, es stinkt. Ich muss hier unbedingt saugen. Geh mal weg, Smurfy. Komm mal her, Smurfy. Ja, und jetzt können wir hier wieder den Sonnenuntergang gleich genießen. Konnten wir ja gestern auch schon. Das war sehr, sehr schön. Und dann bricht unsere zweite Nacht hier an. Oh, ein anderes Kind. Etty. Wir hatten ja hier gefragt, wir dürften ja für 2 Nächte hier bleiben. Und dann müssen wir weiterreisen. Möchtest du hier dran wieder? Ich würde gerne das Bett sauber machen, weil das alles voller Krümel ist. Und jetzt ist ja schon alles runtergefallen. Genau, dann müssen wir weiterreisen. Morgen früh. Ach, jetzt sind wir hier auf den Dingern. Ach, ich erzähl's euch gleich. Moment. Ich habe ihr eine Tortellini gegeben. So, jetzt kann ich weiter erzählen. Ich wollte mich nämlich hier so ganz entspannt hinsetzen und euch erzählen, dass wir hier ja für 2 Nächte bleiben dürfen. Und heute Nacht wird die 2. Nacht sein. Und ich wollte euch sagen, es ist warm. Es ist warm jetzt. Es ist richtig angenehm. Wir haben hier jetzt 18 Grad drin. Aber es war hier 25 Grad tagsüber drin. Also wir haben die Heizung jetzt aus hier den ganzen Tag. Es ist schön warm. Nachts ist es aber 0 Grad oder 1 Grad. Und deswegen haben wir nachts die Heizung an. Und wir kommen jetzt mit einer Gasflasche, die wir hier... Entweder haben wir eine kroatische... Wir haben 3 Gasflaschen. Wir haben eine kroatische gekaufte. Die können wir tauschen an den Tankstellen. Wir haben 2 deutsche, die kann man an manchen Tankstellen auffüllen lassen. Das kostet 20 Euro ungefähr, ne? Das Auffüllen, eine Gasflasche. Schlechter. Das kostet zwischen 149 und 169 Kroner.
Und? Also ungefähr 19 bis 22 Euro. Okay. Und ich wollte mich hinsetzen, manchmal. Wir kommen jetzt ungefähr so 6-7 Tage mit einer Gasflasche aus, als wir in Zagreb waren und es minus 7 Grad war. Ja, und den ganzen Tag die Heizung lief und kochen und so, da war 3 Tage. Und dann war die leer. Warum ist jetzt da die Lampe an da oben? Wegen der Fernbedienung, ne? Bitte? Ist das dein Ernst? Hm? Wessen Ernst? Ja, Ernst. Ach so, Smurfy. Direkt auf den Arm gelegt. Genau, und wir genießen jetzt gleich wieder den Sonnenuntergang. Du die möchte Wasser, Papa. Warum? Ach so, entschuldige. Papa ignoriert dich immer einfach. Hier. Trink. Mal mehr als die Flasche zeigen kannst du ja nicht, ne? Ja, ich weiß. Mach mal Deckel drauf. Ja, also. Ja, ist so schön. Du bist so dezent mit deinen Hinweisen, Kind. Mach der Kühlschrank. So. Der 34. Anlauf. Wir genießen jetzt hier den Sonnenuntergang. Und morgen geht's weiter. Wir haben uns schon Stellplätze rausgesucht und wir haben schon geguckt wegen Entsorgung und so, weil wir ja unsere Pipi-Box und Grauwasser dann loswerden müssen. Das haben wir hier auch dann auf dem Weg. Beim Stellplatzwechsel werden wir es los, aber nehmen wir euch morgen dann mit. Und ja, ich wollte nur noch mal sagen, wie wunderschön ist es. Hast du schon die Frage des Tages? Frage des Tages? Frag. Habe ich noch nicht, nein. Frag. Nein, das ist einfach so. Ach so, nein, ich habe keine Frage des Tages bis jetzt. Jetzt habe ich dich endlich im Hotspot. Heute habe ich. Ich kenne das nur auf Hund. Meine. Was wolltest du mit dem Wasser hier machen, was gekocht ist? Ich muss über die Käsereibe, dass das Käseschmock da abgeht. Heiß. Sind da da auch, wo du Ständchen gemacht hast zur Entsorgung? Ja. Ach, der Weg ist ja da. Kann sein. Vorstellung war das nicht, ja? So, genau. Und deswegen würde ich jetzt den Vlog hier beenden, weil wir jetzt hier den Abend genießen. Den Spätnachmittag mit dem Sonnenuntergang. Und morgen sehen wir uns in alter Frische. Bis morgen. Tschüss. Winke, winke. Bis morgen. Sag mal, see ya. Wie so ein Latte, oh!